Ja, hallo Braunschweig und hallo. Seid alle mal herzlich willkommen zu der 9. Montagsdemo hier in Braunschweig. Und ich denke mal, das ist ein Applaus wert, dass wir alle hier gemeinsam für den Frieden stehen. Und ich freue mich sehr, dass trotz Fußball und alle anderen Leute und trotz Wetter hier alle Zeit gehabt haben, hierher zu finden. Und wir fangen heute mit Freiheit. Ja, immer, Freiheit ist immer gut. Und ich übergebe halt jetzt an Sandra. Dann erzähl uns, was du uns denn erzählen möchtest. Und kurz zu mir, ich bin da aus Waldo und freue mich, immer wieder hier zu sein. Danke. So, jetzt muss ich erstmal, könnt ihr mich hören? Das ist jetzt hier unsere neue Errungenschrift. Okay, lässt sich jetzt auch besser lesen. Erstmal hallo an alle. Wir haben ja jetzt die Aktion, dass alle Mahnwachen bundesweit, dass die sich Grüße, Montagsgrüße zu senden. Letztes Mal hatten wir Augsburg und diesmal ein herzliches Hallo an alle. Viele Grüße aus dem südlichsten Winkel Deutschlands sendet euch die Mahnwache aus Kempten in Allgäu. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Diese Aussage von Mahatma Gandhi ist der Schlüssel, um etwas zu bewegen, um eine Veränderung zu erschaffen. Auch beim Frieden verhält es sich so, denn der Frieden fängt immer bei uns selbst an. Der Frieden mit uns und unserem Umfeld ist die Grundlage für den Frieden im Großen. Es liegt in der Verantwortung von uns allen, jedes Einzelnen, sich dessen bewusst zu werden und sein Denken, Fühlen und Handeln danach auszurichten. Lange genug haben wir die Verantwortung an Vertreter abgegeben, in dem Glauben, sie würden sich für unsere Bedürfnisse einsetzen. Das Ergebnis davon bekommen wir deutlich zu spüren. Gegen den Willen des Volkes wird Gentechnik erlaubt, wird im Geheimen über das Freihandelsabkommen verhandelt, in dem wesentliche Grundrechte des Menschen, wie zum Beispiel das Recht auf Wasser, wertvolles Saatgut, eine intakte Natur und vieles mehr auf dem Spiel stehen. Diese Liste ließe sich noch ewig weiterführen. Mit dem Entsenden von Kampftruppen und Waffen, die an Zerstörungskraft extrem zunehmen, will man in angeblichen Schurkenstaaten Frieden schaffen. Momentan haben zurzeit über 20 Staaten auf dieser Welt Uranmunition, die ein unglaubliches Potenzial an Zerstörung darstellen und nicht nur unsagbares Leid über die Menschen für Generationen bringt, sondern gleichzeitig auch deren Grund und Boden für die nächsten Jahrhunderte verseucht. Sehen so Friedensmissionen aus? Bei Staatsbesuchen legt man an Gedenkstätten Kränze nieder, als Zeichen der Trauer und des Mitgefühls, um unmittelbar nach an den Verhandlungstisch zu gehen, die nächsten Kriegsaktionen im Sinne der Sicherheitspolitik zu besprechen. Wann sind wir bereit, aus der Vergangenheit zu lernen? Was bringt uns dazu, umzudenken? Sind wir bereit, unsere Haltung, was kann ich denn schon tun, abzulegen und Lösungen zu schaffen, die dem Gemeinwohl dienen? Viele weise und friedvolle Menschen haben uns in der Vergangenheit wertvolle Worte mit auf den Weg gegeben. Die Frage ist, ob wir ihnen Gehör schenken wollen, um sie sinnvoll für unseren Weg zu nutzen. Unsere Version ist, dass wir miteinander in einem Mitgefühl aufeinander zugehen, mit Toleranz, mit Achtung und Respekt voreinander, nicht nur gegenüber den Mitmenschen, sondern auch gegenüber den Tieren, den Pflanzen, der Natur und Mutter Erde. Statt sie in Profitgier durch Raubbau oder im Krieg zu zerstören oder zu verseuchen, werden wir sie wieder wertschätzen und erhalten. Unsere Version ist ein Geldsystem, das weder auf Schulden aufgebaut ist, noch die Umverteilung von fleißig nach reich fördert, sondern stattdessen wieder seiner ursprünglichen Aufgabe als reines Tauschmittel dient, das jedem Menschen die Möglichkeit an einem Leben ermöglicht, in dem die Grundbedürfnisse absolut ausreichend gedeckt werden.
unsere Vision ist, dass wir das Konkurrenzdenken, den Wettbewerb und die Ellenbogenmentalität ablegen und ersetzen durch Teilnahme an gemeinschaftlichen Projekten, durch Hilfsbereitschaft und Wertschätzung. Lasst uns miteinander wieder die Hände reichen und nach der Maxime handeln, was tut mir gut und gleichzeitig den anderen auch. Getreu dem Motto, leben und leben lassen. Unsere Vision ist, dass wir somit auch eine neue Art der Kommunikation schaffen, in der auch in unseren Worten und Gesten der Friede und die Toleranz spürbar ist und wir dadurch eine neue Ebene des Dialogs erreichen. Unsere Vision ist, dass die Gelder, die bisher in die Rüstungsindustrie flossen, ab sofort für soziale Zwecke, für Kinder, alte Menschen, Bildung und Kultur eingesetzt werden. Ebenso verhält es sich mit sinnlosen Subventionen, wie zum Beispiel Lebendtiertransporte quer durch Europa, mit deren Abschaffung viele neue Möglichkeiten im Positiven geschaffen werden könnten. Unsere Vision ist, dass wir uns wieder von der Natur inspirieren lassen und von ihr lernen. Sie macht es uns mit ihrer Fülle vor und bietet ausreichend Nahrung für alle Menschen, sofern wir nicht in Profitgier zerstörerisch eingreifen. Diese und weitere Visionen, die allesamt dem Wohl der Menschen, der Tiere, der Pflanzen und Mutter Erde dienen, möchten und werden wir umsetzen. Holen wir uns unsere Verantwortung wieder zurück, überwinden Trägheit und Bequemlichkeit, bringen uns verbindlich in den Friedensprozess mit ein und inspirieren andere durch unser authentisches Handeln, sodass sie sich gerne anschließen und sich ebenfalls voller Energie für dieses Ziel einsetzen. Lassen wir unser Denken, Fühlen und Handeln wieder von Mitgefühl, Dankbarkeit, Güte, Herz, Achtung und Respekt geprägt sein. Lernen liebevoll und friedvoll miteinander umzugehen und setzen dadurch wesentliche Akzente. Sprich einen wertvollen Samen, der uns eine Zukunft ermöglicht, bei der das Gemeinwohl und der Frieden im Bewusstsein ganz oben stehen. Bevor wir nun zum Ende kommen, geben wir noch kurz bekannt, dass die nächsten Montagsgrüße an alle Mahnwachen aus Ulm kommen werden. Herzliche Grüße und alles Gute an euch alle von den Allgäuern aus Kempten. Danke.